Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Runde Minecraft Galaxy. Heute ist der Kev mit dabei. Hallo, ihr Lieben. Hi, Kev. So, wir sind ja letzte Runde hier schon in deinem Häuschen unterwegs gewesen und du hast mir diesen tollen XP-Bug gezeigt. Das ist richtig. Nennen wir es einfach mal Bug. Ich habe echt keine Ahnung, wo dann das zustande liegt, weil ich habe echt keine Ahnung. Achso, was mir aber noch aufgefallen ist, weil ich auf Emerald-Jagd bin, ich habe hier so eine automatische Farm, die automatisch Fisch brät und hier will so ein Viech gebratenen Fisch haben. Ich habe die ganze Kiste voll. Also wenn du Hunger hast, kannst du dich immer einfach bedienen, das ist kein Problem. Das hat Early mir auch schon gezeigt, deine Fischfarm. Deswegen hat mich nämlich hier dran gestellt, damit ich die ganze Zeit geschert werde. Ach so, nebenbei geschert werden und... und dann ein bisschen Fisch mitnehmen. Es gibt noch einen Bug in Attack of the B-Team, beziehungsweise noch zwei ganz nette. Einmal, habt ihr den McCray's Ofen? Von McCrayfish Add-on, den Ofen. McCray's Ofen? Ja, genau. Das ist von dem Add-on McCrayfish, glaube ich. Was ist das für ein Penner? Was hat er dir abgeluchst? Ich habe mit dem 7 Emeralds getauscht. Und jetzt steht da ein X, der will nicht mehr tauschen. Stimmt, du musst jetzt erst die anderen Sachen wieder tauschen, damit das wieder frei wird. Ich glaube, drei verschiedene Sachen. Der hat nichts, aber der hat nichts anderes zum Tauschen. Stimmt. Er kann nur das. Was ist das für ein Arschloch? Ich hab den geklont, das ist mein Sohn! Ich hab den geklont! Das? Ah, jetzt geht's, jetzt ist alles frei geworden. Jetzt ist er wieder frisch, ja. Weizen! Aber Arsch lecken kann der mich! Ist er jetzt umgebracht? Oh mein Gott, der hat ihn getötet! Ja, natürlich, Alter! Verkackeiern, das war ein wertloser Klon! Ja. Sieht geil aus mit dieser Maske, ups, die da aufhat. Ich hab nur kurz gedrückt. Oh, ich hab ein halbes Herz. Ach so, mein Ding hat auch Attack Damage 32. Ja, und mit dem Schwert gibt es auch noch einen Bug. Ich glaube, das ist. Nee, der Rapier. Es gibt mit dem Rapier einen Bug, wenn du ja, eine bestimmte Sache Rüstung verzauberst. Nee, nicht nur das. Du machst über 1000 Schaden damit. Schau's dir mal an. Aber nicht schlagen, weil ich bin tot auf einer Stelle. Ja, 32. Ist geil, ne? Ja. Auf jeden Fall. Nee, und da gibt's halt auch einen Bug, wenn du den normalen Rapier mit einer einzigen Sache enchantest, also nicht hoch, dann macht er unendlich viel Schaden. Das ist ja auch ein Fehler gewesen, ja. Ist das nicht Pick of Bane oder Bane of Picks, wie das heißt? Nee, sowas gar nicht. Das ist einfach nur irgendwie mit einem Quarz oder sowas. Also in der Hinsicht. Wirklich nichts Tolles. Ist einfach wirklich nur ein Fehler. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich ziemlich geil. Ich schau mir jetzt mal kurz bei der Minebear, was hier Feines zu kaufen gibt. Ich kaufe mal ein paar Tische. Sind das Sachen, die du sonst nicht craften kannst? Ich glaube, die kann man nicht craften. Was habe ich sonst noch so? Ein Tisch! Ah, da ist das ist ja McCrayfish hier. Das ist ja geil. Mr. Crayfish. Der hat auch einen Ofen. Und in diesen Ofen dürft ihr nichts Falsches reintun. Also nur Sachen, die wirklich da reingehören. Weil sonst? Crasht der Server und ist unmöglich, den wieder zu erreichen. Ah ja, gut, dass das noch niemand probiert hat. So, schauen wir mal hier oben. Ich würde sagen, wir können ja oben in meiner Base schauen. Da, also in der richtigen Base, da wo die Burg entstehen soll, was ich da für schöne Möbel gekauft habe, hier. Ich bin gespannt. Was ich habe hier eine schöne Couch. Kann ich sie hinsetzen? Und ist ausgestellt. Wie kacke ist das denn? Will mich hinsetzen? Was bringen mir die ganzen Tische? Wooden Chair. Hier. Babam. Schöner Tisch. Die Couch ist schon geil. Kannst du die Couch nebeneinander stellen? Wird eine große draus? Muss ich die abbauen? Schauen wir mal. Wäre geil. Ja. Ja. Aber. Das ist geil. Was, wenn ich jetzt einen Stuhl daneben stelle? Lol. Was sollte da passieren? Hier. Hier sind noch Küchenregale. Lol, da ist sogar eine Kiste. Das ist geil. Der Schrank hier. Hier noch so einen großen Tisch. Und das ist der hier. Dann davon ein paar kleine. Wie viel hast du denn jetzt gerade bei eBay ersteigert? Keine Ahnung. Ja, das ist der Schnäppchen. Der Schnäppchen raus. Ja, alles aus Holz. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich nicht ersteigert. Aber das ist cool, was du vor allem. LOL! Oh nee. Ich hab grad so einen Sofa-Sound gemacht. Höher springen. Ja, ich dachte gerade wegen so Jump, wenn du auf Sofa springst, dann wirst du hochgeboostet. Das wäre geil. Aber trotzdem hat er an der Couch deine Lehne abgemacht, als du den Stuhl daneben gestellt hast. Das ist eigentlich scheiße. So, die macht dann nicht zusammen. Das ist ja auch nur ein Stuhl. Komisch. Bin nur auf deine Burg gespannt. Ja, das wird noch so lange dauern, ich weiß. Bin da echt unsicher. Und ich muss jetzt gerade, ich will das wirklich in der nächsten Folge durchziehen,
Aber die spawnen ja da oben die ganze Zeit. Ich muss mir einen neuen Mob-Spawner machen und diese Mob-Essenz hier runterziehen, dass diese Viecher einfach hier runterfallen. Und das bringt mir natürlich... Aber die bringen so wenig hier. Ich habe mich da selber reingestellt und 10 Blut verloren. Ach, du hast da oben so eine Plattform gemacht, die nicht beleuchtet ist, dass die da direkt reinfallen. Ah, nee, nee, das, da oben die Plattform, das ist mein Zuhause. Das nein, nein, die, ich da, meine das hier, über, dem, ah, über der Schmelze. Ach so, nee, ich dachte, einer, ich habe getestet, ob der über Fallschaden sterben muss oder ob er drinnen eingeschmolzen werden muss, weil wenn nämlich zum Beispiel keine Flüssigkeit im Ofen ist, dann stirbt er gar nicht, obwohl der Ofen ja eigentlich heiß ist. Aber was hast du dann vorher reingemacht? Weil irgendwas muss ja in dem Ding dann vorher gebrannt haben. Irgendwas? Monsterblut oder was? Ja, nee, ich habe einfach dann ein bisschen Manilium oder Eisen oder irgendwas. Keine Ahnung. Irgendwas, was drin war. Pappelapap. Was hast du denn jetzt noch so vor? Jetzt habe ich so viel über mich geredet. Kommen wir mal zu dir. Oh, ich bin ja, kannst ja mal mitkommen. Ich habe ja da gebaut, wo Early sein Haus abgefackelt hat. So. Und... On my way. Gehört dir der Jurassic Park nicht? Na, leider nicht. Early? Nein, nein, Early. Early hat einen Holzklotz gebaut und hat den ja, abgefackelt. Ja, hab ich gesehen. Hässlicher geht's ja nicht. Der Jurassic Park, da gab's ja einen Unfall, habe ich gehört, mit einem riesigen T-Rex oder so. Ja, keine Ahnung. Ich habe da immer Fisch nachgelegt, aber die Viecher haben mich immer angegriffen, wenn ich ins Gehege reingegangen bin. Die haben mich nicht als ihre Mama erkannt. Nee, die wollten richtiges Fleisch. Ich merk das schon. Ich habe hier nämlich hier hinten das Grundstück einfach übernommen. Ich möchte hier auch eine Art Burg bauen, beziehungsweise eine kleine Stadt wollte ich bauen. Da fange ich langsam an. Ist jetzt... Oh, er zündet hier alles an! Babam! Ich war übelst weit weg, aber es noch gar nicht gesehen. Doch, hier ist schon alles da. Du hast alles getroffen. Geil. Es breitet sich aus! Feuer. So, nee, ich hatte halt geplant. Hier das hast du auf den Early stehen lassen, ne? Genau, deswegen baue ich ja auch hier drumrum. Genauso wie sein Lager. Er hat mir hier so ein Lagersystem noch hinterlassen. Das hat er hier drunter gebaut und die Erde. Und momentan bin ich halt hier dran, eine Burg zu bauen, die später bis aufs Wasser rüber geht. Oh, cool. Ja, kann ich ja den nächsten Bauwettbewerb wieder einpacken. Ach, Quatsch. Also gegen mich, glaube ich, verlierst du keinen Bauwettbewerb. Nee, ich bin sehr richtig unkreativ. Schlecht im Bauen. Ja, ich auch. Ja, ist doch schön. Da gibt es wenigstens vielleicht... Die nächste Herausforderung. Das sieht doch schon mal schön aus. Mehr ist es leider noch nicht. Es ist nicht genug Platz für eine Burg, deswegen gibt es hier so einen kleinen Saal, sag ich einfach mal, mit 2 Treppen nach oben und dann geht es hier bis aufs Wasser drauf und dann lasse ich die hier so ein bisschen auf dem Wasser stehen mit Stützpfeilern und unterirdisch will ich dann auch noch eine kleine Basis bauen, also unter der Burg, unterm Wasser. Hört sich doch alles sehr cool an. Also bisher sieht das auch sehr schön aus, stimmig. Ich weiß nicht, ich mag Burgen sowieso immer. In Minecraft bietet es ja einfach an, eine Burg zu bauen. Das passt. Wie viel Zeug passt hier rein zum Henker? Einiges, aber die ist zu hoch. Wenn die voll ist, funktioniert sie nicht mehr. Also wenn sie ungefähr bis hier ist, geht sie einfach nicht mehr. Ist auch irgendwie, glaube ich, ein Bug. Aha. Nichts mehr drin, ich habe alles rausgeholt. Vor allem hast du das gar nicht automatisiert, das ist doch kacke. Ja, ich hab's von Early jetzt erstmal so übernommen. Ich hatte noch keine Zeit, mich damit zu befassen. Soll ich dir das schnell automatisieren hier? Was würde es dann anders machen? Oder was ja, das heißt, es würde die ganze Zeit einfach Ingots schmettern. Ach so. Das wäre auch eine feine Sache. Ja, weil dann, ich hol mal kurz die ganzen Ressourcen. Von zu Hause. Ja, dann mache ich dir das schnell. Das ist eine ganz simple Redstone. Das habe ich jetzt. Ich habe ein Projekt Agrarian Skies. Spiele ich gerade. Und das ist ja Hardcore-Quest. Da bin ich schon relativ weit. Und da habe ich halt auch. Mit Tinkers Konstrukt arbeiten. Das bietet sich halt immer an, so eine schöne Glock zu haben. Tust nur Erze rein, da kommen die feinen Ingots raus. So wie das sein muss. Das ist auf jeden Fall cool. Weißt du, wer den Jurassic Park gebaut hat, wenn es nicht Early war? Kunga vielleicht? Ist das möglich? Weil der ist ja schon echt groß geworden. Mhm. Sind hier noch Dinos drin oder ist der ausgestorben? Ne, hier sind noch welche. Ist der ausgestorben? Ja, ist nicht schlecht. So, Redstone Repeater haben wir einen. Okay, wir haben Torches, davon brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die habe ich auch alle da. Zack, dann brauche ich noch 3 Redstone. Ich finde das so cool, dass hier auch so eine Schiene durchgebaut wurde. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also die Schiene selbst. Da kannst du wohl einmal komplett durchfahren, aber es ist an vielen Ecken kaputt gegangen. Ich glaube, nach dem Unfall mit dem T-Rex wurde das hier geschlossen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. So ein T-Rex, mit dem sollte man nicht scherzen, Freunde. Nee, der wollte einfach nicht in dem Gehege bleiben. Oh, hier ist auch ein riesiger Mac. Hat wahrscheinlich viel gebaut. So ein Alpha-Titan. Mac ist der Style-Crack.
So. Zack, zack, zack. Es gibt wahrscheinlich eine schönere Variante, aber jetzt mache ich sie dir einfach mal so fertig. Bist du schon wieder zurückgeflogen? Ich habe jetzt alles fertig und ich komme jetzt direkt zu dir. Ich hätte schon verpasst. Nämlich ich bin geflogen. Fertig. Das ist wirklich super. Ah, das ist. Ich habe doch noch was vergessen. Gut, dass ich dran gedacht habe. Aber das ist schnell. Das schaffen wir in dieser Folge problemlos. Also, dann, das Schöne ist, das läuft ja dann auch, wenn irgendwer auf dem Server ist, dann läuft das einfach rund. So muss das sein dann auch. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Bist du technikmäßig sehr, also kennst du alles rund um Technik? Ich muss schon sagen, ich war immer so der Technikmann. Ich hatte ja Tackle Skyblock, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Vom Namen her, ja. Und da habe ich mir eigentlich selbst ausgedacht. Beziehungsweise, das war schon lange out. Dann habe ich das irgendwann mal so versteinert in einem Minecraft-Forum gefunden. Und das war eine Mischung aus, es war einfach Tacket. Also Tacket Classic, noch das ganz alte auf Minecraft 1.2.5. Und ach, da wo es anfing damit. Ja genau, und aber Skyblock, da musst du ja alles erarbeiten. Das heißt, das ging mit EMC, dass sozusagen jedes Item einen speziellen Wert hat, etc. Und das war eigentlich eine ziemlich geile Sache. Und da musste ich mich übertrieben viel mit so Technik auseinandersetzen und richtig viel kombinieren. Und ich glaube, wie daher... Wie lange saßt du da dran an dem Projekt? Das Projekt hat über 100 Folgen, also... Das ist. Ich habe auch so viel Technik gemacht, dass das, dass mal das Minecraft 1.2.5 war ja noch so programmiert, dass es ja nicht so viel aushält wie das neue Minecraft. Und das ist dann so häufig abgeschmiert, dass ich irgendwann, bis ich dann gemerkt habe, okay, es schmiert jetzt so häufig ab, es macht aber keinen Sinn mehr dazu zu bauen. Ach, deswegen musstest du es dann irgendwann aufhören. Weil ich war sowieso mit allem eigentlich schon durch. Aber das Ding ist, man ist ja, das ist genau das, was ich meinte. Man ist ja eigentlich nie mit allem durch. Weil. Ich habe mir immer selbst Sachen ausgedacht und zum Beispiel eine automatische Blumenschermaschine oder, keine Ahnung, eine Auto-Blaze-Farmer, ein Auto-Sugarcane-Duplicator. Da habe ich mir halt Sachen ausgedacht, wurden ja einfach irgendwann umgesetzt oder eine Auto-Atomkraftwerk-Refiller. Und da hat man natürlich auch ein paar Folgen dann gebaut und hat Spaß gemacht. Ja klar, gerade wenn man sich dann selbst noch irgendwas ausdenkt, hast du ja unendlich viele Möglichkeiten. Genauso was Bauen angeht, kannst du ja auch nie fertig sein. Ja genau, das ist halt eben das, was ich meinte. So, also wenn du die Magic jetzt sehen willst, dann... Oh, ich bin schon in der Nähe. Ich bin da. Getestet, ob es funktioniert. Magic. Also da sehen wir jetzt, wenn hier ein Redstone-Signal halt reinkommt, ist es... Oh, ich hab den Shader an, das ist so dunkel. So, Shader kurz weg. Und jetzt ist es eine ganz chillige Sache. Machen wir einfach mal so. Bom, bom. Bom, das heißt, jeder Ingot, der automatisch oben ist, geht in die Kiste. Und hier mache ich dir jetzt einfach eine ganz, das ist wirklich super simpel. Ich mach dir einfach eine ganz. Kann ich den Stein hier eben kurz ersetzen, den? Welchen? Wo du die Redstone-Dingen drauf hast. Achso, ja, ja, ersetz das durch. Das ist nur. Das Wichtige ist, dass das Redstone halt so lang geht. So, dafür brauche ich. Ah, ist nur ein. Muss ich den oben draufsetzen? Ah, perfekt, danke. Und jetzt kommt. Nonstop, so schnell muss die nicht sein. Weil du siehst ja, so schnell arbeitet das Ding nicht. Das heißt. Das kommt wahrscheinlich immer noch verlangsamen. Ja, und da gehen die Bahnen. Siehst du, und jetzt kommen die Ingots. Einfach Stück für Stück rein. Du tust immer nur das Metall rein. Alles, was du willst. Und alles lässt sich an Ingots gießen. Irgendwann musst du nur gucken, weil es wird nur die eine Kiste befüllt. Das dran, hier oben hast du ja diese Zahlen bei der Kiste, so Z und diese zwei Stiche und so. Ja. Dass halt irgendwas drückt, dass sich das anders sortiert. Oder nimmst halt was raus. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Und was hat es jetzt dafür gebraucht? Eigentlich? Was eigentlich nur ein Hopper. Der Hopper da drunter, damit er das einsaugt. Mhm. Also was oben fertig ist. Die Kiste, das einsammeln und die ganz einfache Glock. Die könnte man auch mit zwei Repeatern machen. Aber ich hatte gerade so viele da, deswegen. Und es ist ja hier in so einem, ich kenne mich halt mit Technik in der Hinsicht noch gar nicht so viel aus. Du hast die vier hier nebeneinander gebaut und hast so eine Art Kreis gemacht. Könnte ich das einfach, wenn ich das jetzt abbauen würde, müsste ich es einfach nur genau so wieder hinlegen und es wird funktionieren? Ja, natürlich. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas hier abbaust, siehst du ja, geht ja nicht mehr. Ist ja ganz einfache Redstone-Technik, deswegen habe ich hier noch eine Redstone-Torch. Die musst du halt draufsetzen und ganz schnell wieder wegmachen. Du ein ganz kurzes Signal gibst. Und dann wandert das Signal halt. Hier kannst du haben. Alles klar. Vielen Dank. Ne, weil dann würde ich das vielleicht noch irgendwann in die Wand verstecken. Ja, also ich habe das bei mir irgendwann mal auch schöner gemacht. Aber
Ja, meine ich, also einfach irgendwo verstecken ja, oder ja, Wand oder sonstiges, dann ist das ja. Da bin ich mir auch unsicher. Also da weiß ich noch nicht, wie man das schön machen kann. Wenn das ganz oben drauf liegt, ist es halt schön, weil du dann sozusagen oben am Rand das machen kannst. Einmal drum rumlegen einfach. Hm. Ja, genau. Oh, der hat Eisen gedroppt. Gleich in deine Kiste. So, sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank. Gerne, gerne. Und ich würde jetzt auch sagen, ich fliege zurück und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende, Leute. Verpasst auf keinen Fall den Livestream heute. Ja, ich bin aus dem Urlaub wieder zurück. Ja, die Gamescom ist vorbei. Ja, ich weiß, ich habe 3 Wochen lang keinen Livestream. Aber ab jetzt wieder jeden Samstag ab 18 Uhr Minecraft Galaxy und andere Spielchen. Das heißt, kommt da auf jeden Fall ran. lpmcf.de/livestream oder twitch.tv/lpmcf_tv. Was euch einfacher ist. Oder einfach in die Beschreibung gucken. Ich wollte gerade sagen, in der Videobeschreibung hast du das doch immer drin stehen. Die lesen können, die können das. So, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass wir zusammen spielen durften. Und dann bleibt geil, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Ciao.